Das Wichtigste ist Offenheit. Offenheit gegenüber anderen Kulturen, Leuten, die anders aussehen, die eine andere Sprache sprechen. Die Sprache des Theaters sprechen alle. Spotlights for Tolerance heißt das EU-geförderte Projekt, das Peter Ringeisen seit August 2011 vom Dr. Johanna-Decker-Gymnasium Amberg aus koordiniert. Schüler und Lehrer aus 5 Nationen, aus Italien, der Türkei, Rumänien, Polen und Deutschland, lernen sich da kennen und erarbeiten bei den gegenseitigen Besuchen jeweils ein Theaterstück. Ist natürlich besonders schön, weil sich bei unserem Thema Toleranz das besonders anbietet, dass man eben bei ganz unterschiedlichen Kulturen mal seine Toleranzgrenze selber testet und auch feststellt, welche eigenen Vorurteile ja vielleicht doch immer noch da sind und wie sich die vielleicht als gegenstandslos herausstellen. Spotlights for Tolerance ist ein Comenius-Projekt. Lebenslanges Lernen steht dabei im Vordergrund und Learning by Doing, und zwar gemeinsam. Amberg ist die letzte Station des zweijährigen Projekts mit europäischem Mehrwert für alle. Wir als Lehrer können auch uns mit Lehrerfahrungen tauschen und einfach sagen, welche Lehrmittel oder Methoden sind wichtig für uns, die was Gutes beibringen. Aber auch für die Schüler, die Kontakte knüpfen, die Freundschaften herstellen. Das ist bestimmt nicht nur eine kurzfristige Zusammenarbeit. Ich bin echt froh darüber, dass ich hier neue Freunde gefunden habe. Wir schreiben uns regelmäßig, dank Peter Ringeisen und den anderen Lehrern habe ich in dem Projekt hier viel gelernt. Die Projektwoche in Amberg hat gerade erst begonnen und was hier noch wie ein Durcheinander aussieht, hat System. Lockerungsübungen sind es für die anstehenden Theaterproben. Und dafür hat jedes Land etwas Eigenes einstudiert, das zu einem Ganzen werden soll.